Grabenfähigkeit. Modifikator plus 1. Ja, der Block da hinten ist egal. Obwohl, wenn wir es abschließen, ist es nicht egal. Aus Magmatit. Bam. Die Pflanze ist mir egal. Ja gut. Forschung ist durch. Wir haben jetzt Ölbrunnen. Der ist halt nicht unbedingt. Obwohl, der ist ein bisschen größer, als ich dachte. Ja, vielleicht braucht er auch nicht so viel Platz. Polymerpresse. So, was forschen wir als nächstes? Schwere Kabel, die brauche ich. Nahrungsmittel sind eigentlich stabil. Habe ich gut gemacht mit der Milchholzfarm. Und wir haben sehr viel Erde noch. Ich denke, das wird noch eine Zeit lang gehen. Temperatur ist noch nicht zu hoch. Wie viel brauchen die noch? 22? Die sind bei 21,1 Grad. Wenn ich den jetzt runterstelle auf 24, könnte ich noch eine Kopie von dem bauen. Den dorthin stellen. Ich hätte mich auch gern die hier noch. Ich brauche den Schilf. Der ist sehr, sehr wichtig hier. So, 24 unter 24. Strom natürlich. Aber wir haben ein Hitzeschild fertig. Der da hinten ist mir egal. Dann sehen wir dem hier auch. Und da ist keine Atmosphäre weg. Die verschwindet dort nicht. So, dann nächster Bauauftrag. Erstmal alles hier bauen. Und alles hier graben. Wie auch immer da durchgegraben hat. Naja. Es wird nicht mehr hergestellt. Was ist mit unserem... Achso, weil kein Strom da ist. Ja, vielleicht mögen die manchmal auch nicht die eingelegte Mahlzeit, sondern einfach die Melaus roh. Jetzt haben wir noch ein paar Schilfasern. Wir haben jetzt 10 Stück. Ich könnte... Ich könnte die hier glücklicher machen. Ich bin gespannt, was passiert, wenn ich die noch glücklicher mache. Deswegen Tierwohnung. Und... Oh, ist eigentlich aus Magmatit in Ordnung. Die ist halt riesig. So, Steinhatchling-Ei kommt mit. Du gehst da nach oben. Wann schlüpft denn der überhaupt? Okay, da können wir jetzt schon mal... Ja, wo ist Steinhatch? Ja. Da können wir Granite reinlagern. Davon haben wir ganz viel.
So, der braucht ein bisschen lange zum Bauen. Der braucht wirklich sehr lange. Bird, ich geh mal weg, bau mal was anderes. So, bam, Tierwohnung. Der gute Kratzbaum. So, macht es sich gemütlich. Dieses Tier entspannt sich in einer Tierwohnung. Es ist wie ein Kurzurlaub. Stimmung glücklich, Zufriedenheit auf 5. Naja, hilft das jetzt? Zahn minus 1, gemütlich 5, 5, 5. Ich hatte gehofft, es gäbe mir noch einen Bonus. Naja, wir können es erstmal dort lassen. Zufriedenheit plus 1. Ich meine, glücklich war er auch schon vorher. Ja, die sind ja fast fertig. Das heißt, hier können wir die Prio auch abändern. Später haben wir da genügend Platz für die Automatisierung noch. So, ich hätte gerne noch Steinhedge-Eier. 3 Stück haben wir. Wo sind denn die? 1. Ja, wenn ich das ansehen könnte. Super, ist die drüber. Wo ist der zweite? Da unten. Okay, der darf auch nach oben. Lop. Gut, dann hätten wir das hier auch fertig. Dann ist der nächste Auftrag das hier. Können wir das ja schon mal erhöhen. Alles auf 9. Das ist, die Tür ist egal. Blumenduft ist aber interessant. Ich meine, wir haben gar keine Blumen, die hier Blumenduft erzeugen. Ach doch, der Wadibad. Ich hoffe, wir haben keinen, der hier eine Allergie hat. Das wäre ein bisschen ungünstig. So, was erforscht man da gerade? Ach, wir sind durch. Gut, dann wissen wir es. Leistungssensoren, die schweren Kabel hat er. Wir könnten mal die Kabel ersetzen. Ach, das ist so cool. Wir könnten mal die Kabel ersetzen, wenn wir jetzt gerade die Zeit dafür haben. Die Batterien sind sowieso gerade alle kaputt, deswegen... den Bereich nicht, das bauen wir später weg. Schwere Kabel machen alles nochmal hässlicher. Aber so ist es. Ah, da brauchen wir sowieso was anderes. Den können wir da oben reinbauen. In der Abteilung. Aber der braucht sowieso einen Platz oben, nicht wahr? Ja. Dann Kabelbrücke. Der geht dann einfach darüber und das da trennen wir. So, und das Kabel muss auch einmal darunter. Und das trennen wir. Gut, dann noch mehr schwere Kabel einmal darüber. Ich kann nicht mehr ranzoomen, warum auch immer. Und wir müssen einmal da durch, 120 Watt, aber da könnte ich auch einen reinbauen. Jetzt kann ich zoomen, gut. Was immer das war nicht schön. So, das kann weg. Ich baue einfach so ran. Dich trennen wir ab. Und du gehst da runter, gehst da rüber, gehst da rein. Abtrennen. So, das kommt weg. Und das kommt weg.
zur Stromschleife entdeckt. Ja, dort. Ich verstehe. Weg damit. Hatte ich auch noch die Stromschleife? So, 10 Tonnen Holz. Deaktiviert. Kabel sind jetzt alle stabil. Okay, wunderbar. Stimmung niedergeschlagen. Pflegestation muss höher gestellt werden, ist super wichtig. Aber die hatten gerade einen kritischen Auftrag, deswegen. So, haben wir neue Pflanzen? Nö. Eigentlich das auch auf Stufe 9, das ist wichtig. Das ist wichtig. Und die Forschung ist auch wichtig. Klapp, klapp. So, und es sollen nicht die Leute forschen, die nichts damit anfangen können. Nur Kerstin darf forschen. So, Viehzucht darf auch nicht. Conny, das auch nicht, das auch nicht. Liam auch nicht. Amari erst recht nicht. Ashken erst recht nicht. Marie erst recht nicht. Bird darf das. So, kochen. Das darf keiner. Außer Amari. Ups. So. Nach neue Duplikanten dürfen das nicht. Viehzucht dürfen auch neue nicht. Erforschung darf auch niemand. Graben bauen, das ist mir egal. Doktortätigkeit. Hätte natürlich Amari der Doktor sein können. Die anderen dürfen das dann einfach nicht. Eigentlich bräuchten wir sogar noch Medizinbetten, falls irgendwas los ist. Also, die lagern immer noch ein. Ich würde von der Prio mal Bauaufträge höher setzen. Ashken, Marie. Marie bauen? Warte, Fertigkeiten. Marie. Nee, die wird versorgen. Die kann Tragefähigkeit mal machen. Und verbesserte Tragefähigkeit. Und Ashken war bauen, der kann auch Sachen tragen. Dabei können die ganz gut bauen, nicht wahr? Ja. Die erhöhen wir mal. Nach Bedienung dürfen die dann bauen. Okay, die haben wieder alles in Ordnung gebracht. Bis auf der Strom, aber darum kümmern wir uns ja jetzt. Bevor das hier explodiert. Wir werden jetzt erstmal diesen Bereich hier weghauen. Weg damit. Viel Spaß. Ja, das wird nicht funktionieren, wenn wir keinen Sauerstoff haben. Also wenn wir keinen Strom haben, um Sauerstoff da rein zu transportieren. Hm. Ich bräuchte mal eine Nachtschicht. Ich kann mal den Plan hier einstellen. So, Bird. Wir machen da... Achso, das sind verschiedene Vorgefertigte. Das ist da. Ich glaube, den nehme ich mal.
Machen wir zum zweiten und das ist der Einser. So, Bird geht zu 2. Nails kann auch zum zweiten. Marie kann zum zweiten. Die Kerstin Ashken, Amari. Ich würde Liam auch zum zweiten schicken. Und Ashken. Dann sind die gut aufgeteilt. So, Liam hat neue Fähigkeiten. Ja, würde ich aber nicht geben. Otto hat... Er kann Tragefähigkeit noch mitnehmen. Okay, Ashken. Gut gemacht, Ashken. Das wird gleich weggegraben, nicht wahr? Ja, Ashken, renn da mal raus. Okay. Okay. Das kommt mal kurz weg. So, braucht der Puff eigentlich irgendwas Besonderes? Nee, Sauerstoff. Dann ist es kein Problem. Ja. So, was können wir noch erforschen? Wir bräuchten eigentlich... Was wäre noch gut für uns? Eigentlich können wir schon mal an die Solaranlage ran, die wir sowieso später mal brauchen. Oder die Automatisierung. Schmelze wäre eigentlich nicht schlecht, wenn wir Stahl brauchen. Ja, ich würde die Schmelze erforschen. Amari kann da aber noch raus. Das ist in Ordnung. Hoffe ich. Ja, kann noch. Okay. Hier oben ist nichts durch. Das ist in Ordnung. So, ich würde gerne mal wissen, wie viel Kohle wir generell haben. Kohle 6,2 Tonnen. Wir könnten eigentlich einen Kohlegenerator bauen, der uns unterstützt. Der wird nicht durchlaufen können. Wir haben nicht genug Hedge, nicht genug vom Hedge dort. Aber wir würden mit dem Bau hier schneller fertig werden. Und Kohle bekommen wir am Ende sowieso wieder, um das zu veredeln. Mit anderen Worten, ich würde das mal machen. Den müssen wir ihn irgendwo platzieren. Ich glaube erstmal da unten. Wir müssen aber das Kabel hier wieder versetzen. So, der muss darüber. Das muss weg. Und der muss hin. So, Safti baut das gerade. Ich hätte gern jemanden, der das wirklich bauen kann. Okay, dann Safti. Okay, Kohlegenerator. Her mit der Kohle. Bam. Wir bräuchten noch langsam mal eine Schleuse hier unten. Das generell können wir mal wegräumen da unten. Oh, Algen haben wir noch 8,3 Tonnen. Das ist sehr schlecht. Ich müsste mal langsam auch noch zum Wassergeysir. Ah, die Zeit wird langsam knapp. Was ist da passiert? Oh, komplett falsches Kabel. Deswegen verlieren wir die ganze Zeit Strom.
Oh, da ist auch was falsch. Ach du meine Güte. Der braucht aber nicht so viel. Wir bauen das da um. Und das kommt weg. Okay, dann wäre fertig. Gut. Gut, der unterstützt. Algen. Haben wir noch irgendwo Algen? Eigentlich haben wir da ganz viele. Die möchte ich noch abbauen. Die unten sowieso. Die müssen wir sowieso irgendwann umsetzen. Ich glaube, da unten wäre eigentlich besser gewesen. Ich baue die mal da unten hin. Ja. Dann lassen wir den leer laufen. Oh, eigentlich können wir den auch zerlegen. Weil da links kommt eine Baumfarmerin rein. Die kann ich ja schon mal vorbereiten. So. Blop. Blop, blop. Und dann bauen wir das doch genau. Da können wir das so bauen. Das lassen wir... Ja, das wird ein bisschen blöd. Da lassen wir aber einen komplett frei. Ist mir egal. Der kommt darüber, der kommt darüber. Dann machen wir das dazu. Das kann weggegraben werden. Irgendwas verhungert daran, das geht aber gleich. Und die sind oben fast fertig. Oh, Kerstin ist fast am ersticken. Er geht aber gleich. Jetzt geht's, gut. Da bekommen wir wieder ein paar Algen. Die würde ich noch da lassen, falls wir da was reinbauen müssen. Ja, die rennen erstmal weg. Super. Möchte vielleicht jemand da was bauen? Okay, ist wichtig. Baut das mal. Das wird auch nicht schöner. Okay, es wird immer schlimmer. Ich hoffe, ihr geht da hin. Okay, deaktivier mal das Gebäude da. Damit mal jeder dahin rennt. So, hinter. Okay, es liegt wirklich am Granit dort. Okay, jetzt haben wir es. So, Rotterdam aus. Das können wir wieder aktivieren. So, da können wir eigentlich auch ein Stromkabel da reinbauen. Wir haben ja zum Glück einen Zugang hier. So, da können wir eigentlich weiter oben bauen. Und damit wir das schneller wegtransportieren, würde ich sogar mal den Boden dort abreißen. Obwohl, erstmal das da oben zumachen. Dann können wir den Boden da wegreißen. Okay, ich dachte, er würde darunter fallen. So. Dann bräuchte ich zwei Flüssigkeitspumpen. Einmal da und einmal da. Und Auslauf. Der kann ja nicht bis da oben voll sein.
Ja, bis dahin ist in Ordnung. So, aber noch eine Automatisierung. Ich hätte gerne... Haben wir nicht erforscht? Müssen wir erforschen? Wird gerade nicht gemacht. Ja, ist auch nicht wichtig, dass es jetzt ist. Können wir dann später bauen. Gut. Steinhatchling, gut. Oh, zwei Bäume haben sie gepflanzt. Sehr gut. Aber euch haben wir wieder 0 Stück, aber die haben die hier eingepflanzt. Sehr nett. Da fehlt halt noch einer. Wenn da einer übrig ist, dann können wir den da reinpacken. Hier wächst noch eins. Temperatur ist... stabilisiert sich langsam. Da müssen wir langsam was bauen. Abbauen. Sollte aber nicht zu schwer sein. Das ist kein schweres Gestein. Das ist, wenn wir das nach unten graben. Das hat Wasser. Das macht es ein bisschen schwieriger. Also das hier will ich noch weggraben. Dann eine Pumpe rein. Das Wasser irgendwo hin transportieren. Hier rein vielleicht. Vielleicht können wir das Wasser ja sowieso mal zentral irgendwo sammeln. Das mache ich sowieso dann erst, wenn wir Wasser haben. Strom haben. So, du kommst mit. Können wir das doch irgendwo mal sammeln. Da drin. Dann können wir das hier mal ausbauen. Da sollte sowieso ein Deckel drauf. Dann machen wir das doch mal zu so einem Tank. Das da können wir auch mal weggraben. Dann bekommen wir noch ein paar Algen dazu. Gut. Okay. Es sieht doch schon mal besser aus. Das sieht schlechter aus. Das muss mal aufgewischt werden. Wenn ich bitten dürfte, bevor das hier in die Pumpe reinkommt. Gut. Das da oben könnte man eigentlich auch abbauen, damit das Wasser darunter fließt. Ich mache das mal auf Stufe 9.